Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen One Piece Theorie. Und zwar glaube ich endlich herausgefunden zu haben mit Beweisen, wer das Kitetsu der ersten Generation besitzt. Und ja, verdammt, wir haben das Schwert schon gesehen. Und zwar nicht nur einmal. Es gibt ja schon seit Ewigkeiten verschiedene Theorien über das Kitetsu der ersten Generation. Viele haben schon behauptet, ja, der und der Charakter habe es, aber es wurde nie wirklich bewiesen. Beziehungsweise es hat keiner so wirkliche Beweise gebracht, sondern es wurde einfach nur gesagt, ja, der Charakter ist mächtig, deswegen muss er ja das Kitetsu der ersten Generation haben. Naja, heute möchte ich euch aber zeigen, dass wir das Ganze wirklich beweisen können. Und zwar, indem wir uns die Einzelteile eines Katanas genauer anschauen. Dabei gibt es drei Teile, die sehr, sehr wichtig sind in einem Katana. Das wäre einmal das Hamon, also die Härtelinie eines Schwertes. Diese ist oft geradlinig, wellenförmig oder auch flammenförmig. Dabei können wir schon sagen, okay, wellenförmige Härtelinie könnte vielleicht mit dem Schwert zusammengehören oder auch dem Schwertschmied angehören. Das ist aber nicht ganz so einfach, denn es gibt oftmals zum Beispiel geradlinige Härtelinien an mehreren verschiedenen Schwertern, die aber nichts miteinander zu tun haben. Deswegen gucken wir uns auch im zweiten Punkt das Tsuba, also das Stichblatt eines Schwertes an. Dies ist oft schon deutlich markanter irgendjemandem zuordnenbar, beziehungsweise bestimmten Schwertfamilien zuordbar. Oftmals werden diese Stichblätter nämlich mit irgendwelchen Symbolen oder Muster verziert und somit könnten wir schon erkennen, okay, hey, die haben die gleichen Muster, beziehungsweise die haben das gleiche Symbol drauf, diese zwei Schwerter können miteinander zusammengehören. Weil wir uns aber nicht mit zwei Sachen zufrieden geben, gucken wir uns zudem auch noch das Tsuka an, also den gesamten Schwertgriff. Dieser ist oft umwickelt mit einem sogenannten Tsuka Itu, also einem Griffband. Anhand dessen können wir vielleicht sogar noch besser abschätzen, welche Schwerter miteinander zusammengehören. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir uns doch einfach mal ein paar Schwerter in One Piece an. Zum einen hätten wir da Law's Kikoku, welches ein verfluchtes Schwert sein soll. Es ist ein Nidachi, also ein Schwert mit längerer Klinge. Es ist das bisher einzig bekannte Schwert, das Stoff um sein Stichblatt herum hat. Es besitzt eine gerade Härtelinie und hat an seinem Schwertgriff eine Art Tape dran. Dann hätten wir da noch Zoros Yubashiri, eines der 50 Meisterschwerter. Dies bekam er in Loketown vom Shopbesitzer. Es war das beste Schwert in seinem Laden. Es hat einen schwarzen Schwertgriff und eine gerade Härtelinie. Da sehen wir es mal wieder, genauso wie Law's Kikoku eine gerade Härtelinie, heißt jetzt nicht gleich, dass diese zwei Schwerter miteinander zusammengehören. Es besitzt ein kreuzförmiges Stichblatt. Und so ein Stichblatt haben wir in One Piece nochmal gesehen. Und zwar bei Shikis Schwertern Oto und Kogarashi. Jedoch gehe ich nicht davon aus, dass diese zusammen mit dem Yubashiri vom selben Schwertschmied gemacht worden sind, da das Yubashiri auf dem Stichblatt markante Einbuchtungen hat, welche sowohl Oto als auch Kogarashi nicht besitzen. Auch Tashigi hat schon mehrere Schwerter im Besitz gehabt. Eines davon ist ihr Shigure, ein Könnerschwert. Dies besitzt eine Art, ja, wie soll man sagen, verdrehten Stern als Stichblatt. Ihr seht es ja im Bild. Bisher kennen wir kein weiteres Schwert, das so ein Stichblatt besitzt. Doch schauen wir uns doch jetzt mal direkt einen Schwertschmieden an und sein Schwert. Und zwar aus Wano Kuni haben wir Hitetsu. Er besitzt ein Schwert, welches Blätter als Stichblatt hat. Dies ist ein einzigartiges Designelement, an dem man möglicherweise seine Schwerter erkennen kann. Bisher haben wir aber leider noch kein anderes sehen dürfen. Amande aus Big Moms Piratenbande hat ein sehr auffälliges Nodachi. Ähnlich wie Law's Schwert, also ein Schwert mit einer langen Klinge. Aber das Auffällige an diesem Schwert ist das Stichblatt und diese besitzt die Form eines Fisches. Möglicherweise ist dies ein Schwert, welches von einem Fischmenschen-Schwertschmied gemacht wurde. Sind wir gespannt. Aber wir wollen natürlich nicht eines der beliebtesten Schwerter in One Piece vergessen, und zwar Zoros Jusui. Dieses besitzt mehrere Ausbuchtungen als Stichblatt und hat zudem eine komplett schwarze Klinge mit einer rot gezackten Härtelinie. Auch sowas haben wir bisher noch nicht gesehen, wobei man sagen kann, naja, auch Mihawks Schwert besitzt eine schwarze Klinge. Dennoch, ein Katana und Mihawks Schwert sind zwei komplett verschiedene Sachen. Kinemon besitzt ein bisher noch nicht näher benanntes Schwert und dieses Schwert besitzt eine gerade Härtelinie sowie eine rautenförmige Stichblatt. Mr. Eleven aus der Barockfirma besitzte das Kashu-Schwert, ein Schwert, welches zur Kategorie der Meisterschwerter gehört.
Im Manga sehen wir nur die Klinge, im Anime wird aber auch das Stichblatt gezeigt. Es hat ein normales, rundes Stichblatt. Ebenfalls so ein normales, rundes Stichblatt besitzt das Wado Ejimonji. Jedoch möchte ich hier keine Verbindung herstellen, da wie gesagt im Manga das Stichblatt nie gezeigt wurde und die Härtelinie der beiden Schwerter sich schon sehr stark unterscheiden. Kommen wir aber nun zu den etwas interessanten Schwertern. Und zwar, wir alle kennen Shiryus Schwert. Dieses Schwert ist ein Nodachi, also ein Schwert mit extra langer Klinge. Es besitzt ein viereckiges Stichblatt. Ebenfalls so ein Stichblatt hat auch Fossas Schwert aus der Whitebeard Bande. Nicht nur ist das Stichblatt identisch bis auf die Farbe, welche vielleicht ein Indikator für die Stärke des Schwertes sein soll, beide besitzen auch dasselbe Tsuka, also die Griffendkappe. Shiryus Schwert scheint eine mysteriöse, unheimliche Kraft zu besitzen, welche bisher nicht erklärt ist. Ist es möglicherweise genauso wie die Kettetsus verflucht? Da müssen wir noch abwarten. Aber bei Fossas Schwert wissen wir zumindest die Fähigkeit, denn seine Klinge kann entflammt werden. Ob es eine Fähigkeit des Schwertes ist aufgrund der Materialien, die darin verschmiedet worden sind, oder ob es eine Fähigkeit Fossas ist, wissen wir bisher nicht. Jedoch wird uns das bestimmt im Laufe des Wano Kuni Arcs erklärt. Beides sind auf jeden Fall starke Schwerter. In Kapitel 919 kam ein Charakter namens Inemori Kiyoshiro vor. Was mir hier gleich aufgefallen ist, auch er hat ein viereckiges Stichblatt am Schwert. Ob da eine Verbindung steht, möglicherweise beherrscht auch er oder sein Schwert eine Fähigkeit, sind wir gespannt. Nun kommen wir aber zu den Schwertern, auf die wir gewartet haben, und zwar die Kitetsus. Zuerst hätten wir da das Kitetsu der dritten Generation, welches ein Könnerschwert ist. Dieses Schwert ist im Besitz von Lore no Zoro, seit er es im Schwertshop in Loketown erstanden hat. Der Shopbesitzer warnte Zoro vor einem Fluch, der auf dem Schwert lasten soll. Dann ist vor kurzem in Wano Kuni das Kitetsu der zweiten Generation aufgetaucht. Auch dieses soll laut dem Schwertschmieden Hitetsu verflucht sein. Im Moment ist es im Besitz von Ruffy. Dieses Schwert ist ein Königsschwert. Und fehlen tut uns nun noch das Kitetsu der ersten Generation, welches mit Sicherheit zu den 12 Drachenschwertern zählen wird. Die zwei bisher bekannten Kitetsus haben einige gleiche Merkmale. Alle drei Verschwerter sollen ja verflucht sein. Was aber auffällig ist, ist das Äußere des Schwertes. Und zwar schauen wir uns zuallererst mal den Schwertgriff an. Sowohl Zoros Kitetsu als auch Ruffys Kitetsu haben die gleiche Griffendkappe. Genauso wie sie auch den gleichen Schwertgriff haben. Zuerst kommt ein Griffband, dann kommt in der Mitte ein Metallteil und dann nochmal ein Griffband. Dann schauen wir uns mal die Härtelinie an. Hier sehen wir bei Zoros Härtelinie ganz klar, dass es eine flammenförmige Härtelinie ist und das ist die bisher einzige flammenförmige Härtelinie, die wir überhaupt gesehen haben. Auch beim Kitetsu der zweiten Generation, auch wenn es im Manga etwas schwer erkennbar ist, aber wenn wir hier genau hinschauen, sehen wir, dass diese Härtelinie zumindest nicht gerade ist. Gezackt, flammenförmig, wellenförmig, das ist aber leider etwas schwer zu sagen. Aber woran wir es ganz genau erkennen, ist das Stichblatt der beiden Schwerter. Wenn wir uns das Kitetsu der dritten Generation anschauen, sehen wir, dass es ein Art kreuzförmiges Stichblatt hat mit abgerundeten Ecken. Genau dasselbe Stichblatt besitzt auch das Kitetsu der zweiten Generation, welches Ruffy bei sich trägt. Und wir kennen noch ein drittes Schwert, das ebenfalls dieses Stichblatt hat. Und zwar das Kitetsu der ersten Generation, welches niemand anderes als einer der 5 Gorosei bei sich trägt. Schauen wir uns doch das Stichblatt mal ganz genau an und vergleichen alle drei miteinander, erkennen wir, dass alle drei Stichblätter ein und dieselben sind. Daraus lässt sich schließen, dass auch dieses Schwert ein Kitetsu-Schwert ist, denn ich glaube sehr stark daran, dass dieses Stichblatt das Stichblatt von Kitetsu ist. So erkennt man seine Schwerter. Und damit wäre dann bestätigt, dass der Gorosei das Kitetsu der ersten Generation besitzt, was ja schon viele vermutet haben, aber keiner beweisen konnte. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben und Abonnieren drücken. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!